Zuschauer, 46 an der Zahl, sind zu diesen zweiten Hallen-7-Kampfmeisterschaften im Wiener Dusiker-Stadion angetreten. Einen Abstecher zum Mehrkampf macht 200-Meter-Meister Franz Ratzenberger. Er gewinnt den 60-Meter-Bewerb erwartungsgemäß in 6,86 Sekunden. Zehnkampfmeister Gernot Kellermeier ist heißer Favorit auf den Titel. Kellermeier ist Zweiter im Sprint, gewinnt den Weitsprung mit neuer persönlicher Bestmarke von 7,36 Meter und gewinnt auch das Kugelstoßen mit 13,44 Meter. Im Kugelstoßen ist vorher Sieger Alfred Stummer mit 13,43 Meter zweitbester Werfer. Den Hochsprungbewerb gewinnt überraschend Thomas Birnleitner, seine erzielte Höhe 2 Meter. Nach 4 von 7 Werben führt vor Stummer und Birnleitner Gernot Kellermeier. Herren und Damen Mehrkampf im Dusiker Stadion werden morgen vor hoffentlich mehr Zuschauern entschieden. Wendt im Stadion. Am zweiten Tag der österreichischen Hallmehrkampfmeisterschaften im Wiener Dusiker Stadion wird auch der Frauen-5-Kampf ausgetragen. Das Kugelstoßen gewinnt Sonja Spendelhofer mit guten 13,94 Meter. Im Hochsprung kommt Doris Auer auf 1,69 Meter. Das ist der zweite Rang hinter Silvia Woschitz. Silvia Woschitz gewinnt neben dem Hochsprung mit 1,72 Meter auch den 60-Meter-Hürdenlauf in 8,91 Sekunden. Sie ist schließlich auch best im Weitsprung mit persönlicher Bestmarke von 5,83 Meter. Woschitz wird im abschließenden 800-Meter-Lauf Siebente und ist damit Hallen-5-Kampfmeisterin von Österreich. Den 800-Meter-Lauf gewinnt Titelverteidigerin Anni Spitzbart ganz überlegen. Die strahlenden ersten drei, Silvia Woschitz, Anni Spitzbart und Doris Auer. Was Woschitz bei den Damen ist, Gernot Kellermeier bei den Herren. Kellermeier führt nach 4 von 7 Werben klar vor Titelverteidiger Alfred Stummer. Nach seinen Siegen im Kugelstoß und Weitsprung gewinnt auch den Hürdenlauf. Im Stabhochsprung ist Alexander Hahner einsame Spitze bei den 7 Kämpfern. Er gewinnt mit 5 Metern. Im abschließenden 1000-Meter-Lauf hat Kellermeier die Chance, die 14 Jahre alte 7-Kampf-Bestmarke von Sepp Zeilbauer zu verbessern. Und es gelingt ihm auch. Stummer gewinnt, Kellermeier wird Zweiter. Und Kellermeier wird mit 5756 Punkten österreichischer Hallmehrkampfmeister vor Alfred Stummer und Thomas Birnleitner. Österreichs zurzeit bester Mehrkämpfer in der Halle und im Freien. Gernot Kellermeier.